Hallo und herzlich willkommen zurück bei Outriders zu den Nachwehen. Ja, ihr seht richtig, ich habe es nicht geschafft, mich von dem Spiel zu lösen. Es ist äußerst seltsam, muss ich sagen. Also, wir sind mal wieder hier. Was machen wir diese Folge? Wir werden diese Folge alles lesen, was wir noch nicht gelesen haben. Wir werden unsere Waffen vorbereiten für die Expedition, die ja dann in der Woche starten werden. Und genau, das ist so der Plan. Und ich will am liebsten nochmal mit allen reden. Also mit Kämpfen wird das jetzt wahrscheinlich in dieser Folge nichts. Wir werden nur die einzelnen Notizen lesen. Wir werden natürlich erstmal mit den Notizen beginnen, die wir noch dazu bekommen haben. Hier haben wir jetzt den Monroy. Hernando Monroy, Usurpator von Enoch. So, was haben wir hier? Hier unten, genau. Du hast Monroy in der Caravelle angetroffen, als letzten Überlebenden seiner Mannschaft. Statt der Fratze des blutrünstigen Potentaten. Ich weiß nicht, was dieses Wort bedeutet. Ich glaube, das muss ich mir dann mal googeln. Potentaten. Die auf den Flaggen seines Palastes prangt, sahst du einen alten, gebrechlichen Mann, den die Einsamkeit fast in den Wahnsinn getrieben hatte und der im eigenen Dreck hauste. Also, fast in den Wahnsinn? Der war doch schon wahnsinnig vorher. Auch nach all den Jahren zeigte Monroy keine Reue. Er beharrte darauf, dass alles, was er getan hatte, nur dem Wohl seiner Leute gedient hätte. Dass er sie vor den Kräften der Packs schützen wollte. Und dass er der Menschheit die gleichen Kräfte verleihen wollte. Als er Zeuge wurde, wie du diese Kräfte anwandtest, sah er sich in seinem Tun bestätigt. Hätte er die Anomaliestürme nicht entfesselt, wärst du denn je verändert worden? Channa schoss ihm in den Kopf und setzte seiner Schreckensherrschaft somit ein Ende. Ja gut, der hat ja überhaupt gar nichts mehr geherrscht, mal ganz im Ernst. So, was haben wir hier? Erkunder von Enoch, der Thiago, der kam ja zurück. Hier ist er. Als beim Angriff der Bestien die letzten Überreste der Caravelle in Stücke gerissen wurden, tauchte Thiago wieder auf. Er kam mit deinem Truck genau im richtigen Moment, um Bailey, Channa und Zahedi aus dem brennenden Wrack zu retten. Der Erfolg der Mission hat Thiago neue Hoffnung gegeben und als er all die Pilger sah, die der Legende der Outriders gefolgt waren, kehrte er an deine Seite zurück, um den Kampf fortzusetzen und die über Enoch verstreuten Landekapseln zu bergen. So, Kolonisten. Die überlebenden Kolonisten der Caravelle verbarrikadierten sich im Schiff und sendeten die vergangenen 31 Jahre lang ein Notsignal in der Hoffnung, dass die SM Floris ihnen schließlich zu Hilfe kommen und sie vor den Bestien retten würde. Doch die Hilfe blieb aus und ihnen wurde klar, dass die Nahrung nicht ewig reichen würde. Sie brachten einander um, vermutlich in erbitterten Kämpfen jeder gegen jeden, bei denen es vor allem darum ging, die Anzahl der hungrigen Mäuler zu verringern. Du bist auf ihren letzten Überlebenden und einzigen Commander Hernando Monroy gestoßen, der nun niemanden mehr anführte und wie der Rest seiner Leute in der Wüste verloren war. Während du, Jakob oder ein anderer deiner Söldnerkameraden auf der Erde zurückgeblieben, hättet ihr euch womöglich auch Monroys Leuten statt den Outriders angeschlossen und um die Chance gekämpft, von dem Planeten zu entkommen. Hoffnungssuche. Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet. Als sich die Kunde von deinen Reisen und Abenteuern im Kriegsgebiet und dem Wald verbreitete, fassten viele, die den Geschichten lauschten, neuen Mut. Als Outrider warst du dabei, die Grenzen zu verschieben und hast damit die Aufgabe erfüllt, die den Outrider vor all den Jahren zugedacht war. Als du den Weg zum Signal freigemacht hast, folgten dir unbemerkt eine wachsende Gruppe Pilger, die an die Legende der Outriders glaubte. Neben dem Wrack der Caravelle, während die Kapseln aus dem Himmel fielen, haben die Pilger schließlich zu dir aufgeschlossen. Zum ersten Mal, seit du dich erinnern konntest, war Hoffnung in den Gesichtern der Menschen zu sehen. Jetzt blicken die Pilger in die Zukunft, bereit und willens, deine Sache zu unterstützen. Wir sind dein Anführer. So, hier haben wir den Jagak. Jagak, großer Kriegsherr der Bestien.
voll das blöde Arschloch ist der. Als Zahedi die Kapseln der Flores herunterzuholen versuchte, griffen Jagak und seine Armee die Karavelle an. Du bist hinausgegangen, um dich dem großen Kriegsherrn im Kampf zu stellen. Die schiere Wut und Anomalie-Energie, die Jagak durchströmte, erreichte bei deinem Kampf mit ihm ihren Höhepunkt. Du hast den großen Kriegsherrn besiegt und seine verbleibenden Bestien in die Flucht gezwungen. Ja, er lebt leider noch. So, das können wir natürlich dann alles noch hier lesen. Geschichte. Shannas Notizen zu ihren Visionen. Shannas Garten. Diese Vision war ganz anders. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ach nee, hier. Ich habe es gesehen. Als ich durch die Karavelle ging, konnte ich einen Blick darauf werfen. Da war es endlich, nach all der Zeit, ein Meer aus Grün, ein Garten unter einem klaren blauen Himmel. Aber das alles war nur ein Trick, ein Trugbild, bestehend aus Einsen und Nullen. Da war alles, was ich gesehen hatte, aber es war nicht real. Alles befand sich hinter einem riesigen Bildschirm, der mich anstarrte und auslachte, weil ich davon geglaubt hatte, dass mir meine Visionen etwas Gutes zeigen könnten. Nein, aber es war real. Aber vor langer Zeit, vielleicht sind meine Visionen nur dafür zu gebrauchen, Erinnerungen an das, was gestorben ist, Prophezeiungen darüber, was sterben wird. Was soll das nützen? So, hier haben wir was. Hey, das kennen wir doch schon. Haben wir doch schon gelesen. Eine lose Seite. Hä? Das kennen wir doch auch schon. Hä? Wieso ist denn das alles als neu? Ich wurde Zeugin von Gräueltaten. Ja, das kennen wir auch. Was haben wir nur getan? Ja, das kennen wir auch. Das kennen wir doch auch hier. Hä, das haben wir doch alles gekannt. Was soll denn das jetzt? Okay, wir gucken mal in unser Inventar. Ach, stimmt. Och, kacke. Wir waren ja Weltstufe. Wir sind ja gar nicht unsere Weltstufe 10. Stimmt, war ja was. Core, okay, der haben wir irgendwann gekriegt. Okay. Ja, wir haben jetzt natürlich nichts Gutes gekriegt, weil wir Weltstufe 8 waren. Aber wir machen jetzt mal hier wieder auf Weltstufe 10 und tun mal so, als ob das alles nie passiert wäre. Wir haben immer auf Weltstufe 10 gekämpft. Weiß ich Bescheid, gell? So, hier haben wir noch was. Monroys Tagebuch. Ende überlebten nur Monroy und eine kleine Gruppe um ihn das Gemetzel draußen. Sie versteckten sich jahrzehntelang in der Caravelle und warteten auf Rettung von der Flores. Tja, es tut mir wirklich leid. Und im Schiff lief es offenbar auch nicht besser. Nein, die Vorräte gingen zur Neige und sie brachten einander um. Bis dann nur noch Monroy übrig war. Wie angemessen. Ach, ja, Zahedi Mani. So. Geschichte. Hier, Monroys Weg nach Enoch. Bitte hören Sie zu, das ist wichtig. Ich werde das danach abfragen. Schreibt mit. Hernando Monroy begann sein Leben als Kindersoldat in den Bürgerkriegen, die in den Ländern Südamerikas tobten. Er lernte seine Eltern nie kennen und wuchs in den Kasernen verschiedener Armeen auf, war aber niemandem gegenüber wirklich loyal. Jedes Mal, wenn er in den Himmel blickte und das Schiff sah, das in der Umlaufbahn gebaut wurde, entbrannte Hass in seiner Brust. Man würde ihn niemals freiwillig an Bord dieses Schiffes lassen. Er würde sich seinen Platz mit Gewalt sichern müssen. Monroy war kein gedankenloser Befehlsempfänger und erkannte bald die Macht des Wortes, als er seine Vorgesetzten davon überzeugte, dass es nicht ausreichte, die Dörfer und Städte ihrer Feinde bei ihren Raubzügen zu plündern.
Sie sollten sie niederbrennen, um dem Gegner die Hoffnung zu nehmen und Angst und Schrecken zu verbreiten. Monroys brutale Effizienz half ihm, schnell in den Rängen der Söldnerarmee aufzusteigen, der er sich zuletzt angeschlossen hatte. Die passive Einstellung des Anführers missfiel ihm, und als sich die Nachricht über die Explosion der Caravelle verbreitete, ergriff Monroy die Gelegenheit beim Schopf. Gemeinsam mit einer Gruppe loyaler Soldaten ermordete er den Anführer und nahm seinen Platz als Commander ein. In den nachfolgenden Monaten wurde Monroy dadurch berüchtigt, dass er mehrere Überfälle leitete, zuerst auf den Weltraumlift und andere Basen auf der ganzen Welt, von denen Passagiere zur SM Flores transportiert wurden, dann auf die zerfallenden Nationen und Konzerne, die zurückgelassen wurden, um nach dem Abflug der SM Flores über das zu herrschen, was von der Erde noch übrig war. Zu guter Letzt holte er sich die schwimmende Stadt. Die schwimmende Stadt? Die will ich bitte sehen. Könntet ihr davon bitte ein DLC machen? Durch die Besetzung der schwimmenden Stadt konnte Monroy mehrere Ingenieure, Wissenschaftler und andere Experten gefangen nehmen, die ihm endlich die Möglichkeit eröffneten, die Erde zu verlassen. Der größte Teil der Caravelle war noch intakt und befand sich im Orbit der Erde, und so begann Monroy mit der Reparatur des Schiffs, um es wieder flugtüchtig zu machen. Bei der Sicherstellung von Plänen und Skizzen aus den Datenbanken, die von der ECA zurückgelassen worden waren, fand er heraus, dass bereits eine schnellere, effizientere Version des Graph-Drive-Antriebs erfunden worden war. Allerdings hatte die Zeit nicht gereicht, um ihn für die Flores zu bauen. Monroy trieb seine Leute bis zur Erschöpfung an, um diesen schnelleren Graph-Drive zu realisieren. Der Bau des Antriebs und die Reparatur der Caravelle kosteten viele Leben. Die Caravelle konnte mehrere tausend Passagiere befördern. Viele waren sich bewusst, dass sie nur dann einen Platz auf dem Schiff bekommen würden, wenn sie Monroy ihren Wert beweisen könnten. Monroys Armee plünderten und brandschatzten auf der ganzen Welt, um Ressourcen und Ausrüstung zurückzubringen und sich damit die Gunst des Commanders zu sichern. Am Ende war die schwimmende Stadt so weit ausgeschlachtet, dass sie nicht mehr schwimmen konnte. In den Augen von Monroys Leuten war alles und jeder freiwillig, und Monroy war erfreut zu sehen, dass seine Schreckensherrschaft am Ende vielleicht gar nicht notwendig gewesen war. Schließlich waren die Menschen nur allzu gern bereit, sich gegenseitig zu terrorisieren. Nach einigen Jahren der Reparatur war die Caravelle bereit für einen zweiten Start, der erfolgreich verlief. Das Schiff erreichte Enoch 6 Jahre vor der Flores. Und in diesen 6 Jahren hat er einfach alles zerstört. Also, gefühlt. Private Tagebücher Monroys. Tagebuch. Vor einem Jahr haben wir uns im Schiff eingeschlossen und noch immer keine Spur von der ECA, obwohl ich die Flores noch nach wie vor in der Umlaufbahn sehen kann. Suchen sie noch nach uns? Haben sie bereits aufgegeben oder wurden sie ausgelöscht? Okay, gut. In gewisser Weise bin ich wieder da, wo ich einst als Kind auf der Erde begonnen hatte. Ich starre in den Himmel und hoffe, dass die Flores uns erlösen wird, auch wenn die Chancen für mich schlecht stehen. Und doch bin ich hier. Die Bestien kriegen mich nicht. In all dieser Zeit habe ich gelernt, dass die Leute, die mich umgeben, keine Vision von der Zukunft haben. Sie sehen ja kaum weiter, als ihre Nasenspitze reicht. Sie zanken und streiten sich. Keiner von ihnen hätte die zerstörte Caravelle wieder aufbauen können. Keiner von ihnen hätte das Schiff zu diesem Planeten bringen können. Keiner von ihnen hätte voraussehen können, welche Gefahr die Pax für das Überleben unseres Volkes darstellen würden. Keiner von ihnen wäre jetzt noch am Leben und in Sicherheit in diesem Schiff, in dem sie die Tage zählen, die ihnen nur deshalb noch bleiben, weil ich sie ihnen geschenkt habe. Verdammt nochmal, er hatte so recht. Also, das glaubt ihr. Nein. Sie versuchen nur, bis zum nächsten Tag durchzuhalten, koste es, was es wolle. Selbst wenn sie dafür, wie die Ratten in ihren Löchern, durch ihre eigene Scheiße wuseln müssen. Vielleicht ist es meine Schuld. Ich habe dieses Verhalten auf der Erde ermutigt. Das sind die Leute, die ich mitgenommen habe, von denen ich dachte, dass sie die besten Überlebenschancen hätten. Was hätte ich erreichen können, wenn ich die Streitkräfte unserer Gegner zu meiner Verfügung gehabt hätte? Soldaten, die so leidenschaftlich und eifrig kämpfen wie die Bestien. Gewillt, ihr eigenes Leben zu opfern, erfüllt von der Überzeugung, dass ihre Taten rechtschaffen sind, unnachgiebige Kreaturen, die keine Zweifel kennen. Ich hätte mich sogar für die Pax entschieden, die Pax, die so unschuldig taten und uns mit ihren Friedensangeboten täuschten, die uns glauben machten, dass sie nie versuchen würden, uns mit ihren gottähnlichen Kräften zu vernichten. Dann hätte ich vielleicht die Mittel
um ihnen zu zeigen, was ein Hernando Monroy zu leisten fähig ist. Ich habe nur meine besten Leute mit mir in die Karavelle genommen, bevor ich mich zusammen mit ihnen hier eingeschlossen habe. Aber vielleicht ist das auch gut so. Sie haben noch nicht realisiert, dass das Schiff nicht genug Vorräte geladen hat, um uns alle am Leben zu erhalten. Ich werde eine Antwort auf meine Nachrichten an die ECA bekommen, auch wenn ich Jahrzehnte darauf warten muss. Deshalb muss ich schlau sein und schnell handeln, bevor die anderen meine letzten Vorräte in sich hineinstopfen. Zuerst werde ich dafür sorgen, dass mein treuester Hund und sein Handlanger auf meiner Seite sind. Und nachdem Caruso sie alle getötet hat, werde ich ihn ausschalten, wenn er mir den Rücken zudreht. Ich ziehe den Wahnsinn der Einsamkeit der Gesellschaft dieser nichtsnutzigen Kreaturen vor. Ja, also er war auch am Ende ein Arschloch. Gut, jetzt ist es ganz schön hell. Jetzt muss ich erstmal mein Dings dran gewöhnen. So, wir wollten mal mit dem Thiago reden. Kommst du klar? Alles klar? Was ist denn los, Thiago? Ich hatte mal eine Tochter. Ein kleines Biest, ungefähr so groß. In den Gräben ein Kind zu bekommen, das war so dumm. Wir wussten das. Sie hatte eine solche Angst vor den Schüssen, den Stürmen, den Monstern. Ich erfand Geschichten, tat so, als wäre alles nur ein Spiel. Und wenn wir gewinnen, gibt's einen Preis. Sie wollte aber wissen, was für einen Preis. Ich sagte, es gäbe da draußen einen Ort, weit weg von all dem Matsch und Tod. Ich versprach ihr, sie hinzubringen. Es war Winter, als sie... Ich wollte die Blutung stillen. Ich hielt sie, bis... Sie sagte, ist schon okay, Papa. Du kannst den Preis noch gewinnen. Ich versprach ihr, es gäbe keine Monster. Das habe ich auch August versprochen. Und doch brachte ich beide in eine Welt voll von Monstern. Das tut mir leid. Freund. Danke, Outrider. Das ist so grotesk, dass er dann plötzlich wieder so da sitzt. Das ist ja sehr traurig. Okay, Chana, nehmen wir mal als letztes. Willst du mir was sagen? Nee, du willst mir nichts sagen. Sollen das? Nee, wir können nichts machen. Wir können dir nichts tun. Okay, also Ciai, die Mann will uns nichts machen. Boah, hier ist voll schön. Die wohnen in der Oase, wo ich auch gesagt habe, da würde ich wohnen. So, jetzt irgendwie ein Baby hier. Kommst du klar, kann man bestimmt sagen. Kommst du klar? Ich wollte doch nur stark sein. Und jetzt? Das ist ein Albtraum. Komm schon. Du lebst doch noch. Na? Sag, was soll das alles? Keine Ahnung. Aber das ist besser als nichts. Chanas Vision. Du kommst dran vor. Ach ja, das war alles vorher. Sie hat dich echt dazu gebracht, den Scheiß zu glauben, hm? Es spielt keine Rolle, was ich glaube. Ob es dir gefällt oder nicht. Du erreichst das Ziel. Und nicht, weil dich jemand getragen hat.
Sie ist schon eine Gute. Sie war halt erst scheiße, aber dann, man gewöhnt sich an alle. gewöhnt sich an alles. So, Shanna hier. Kannst du nicht die Tochter von Thiago sein? Das würde so viele Probleme lösen. Ich will mal gucken, was wir hier eigentlich machen können. Ausschweiderlager. Ah, wir können hier praktisch alles nochmal machen, was wir wollen. Also wir könnten jetzt hier alles nochmal abklappen. Was ist denn hier los? Einen ausgeben? Ja. Okay, gibt es doch noch eine Quest. Das ist interessant. Wir sind wieder zu Hause. Hier hat alles begonnen. Sammle die Landekapselressourcen ein. Nee, warte mal. Das ist alte Bude. Gehörte Jakob. Er hat etwas zurückgelassen. Wodka, natürlich. Und eine Notiz. Auf Polnisch. Ich sollte nachsehen, wie es ihm auf dem Hügel gefällt. Okay. Einen ausgeben? Okay, wir haben eine letzte Mission. Jakobs Tagebuch. Was für ein verdammtes Desaster. Cheffe würde wissen, was zu tun ist. Aber die Ärzte lassen sie alle noch im Kälteschlaf und wollen mir nichts sagen. Reden irgendeinen Mist von Geheimhaltung. Geheimhaltung, dass ich nicht lache. Ich war dabei, als die Scheiße passiert ist. Ich bin fertig mit den Outriders. Hätte ich schon an dem Tag abhauen sollen, als dieser Penner Tanner gekillt hat. Hier ist nichts mehr zu retten. Die ECA hat mich als Mechaniker in die Armee integriert und da bleibe ich auch. Keine Heldentaten mehr. Ich werde bald Vater. Kasumis Stichtag ist in etwa 2 Wochen. Wir wissen nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Der Doc meinte, mit dem Ultraschall stimmt was nicht und er kriegt kein Bild. Also lassen wir uns überraschen. Kasumi guckt mich jedes Mal, wenn ich reinkomme, misstrauisch an. So als ob es das letzte Mal ist, dass sie mich sieht. Kann ich ihr nicht verübeln. Ich habe meinen Ruf aus gutem Grund. Aber ich habe mich entschieden und ich ziehe das hier jetzt durch. Ich habe ihr ein Haus versprochen, in einer ruhigen Gegend, weit weg von dem Chaos der Kolonie. Nicht wegen ihr, sondern wegen dem Baby. Ich habe das Gefühl, das wird ein ganz besonderes Kind. Keine Ahnung, warum ich so emotional werde. Das verdammte Ding ist nicht mal von mir. Aber ich würde mein Scheißleben für das Kleine geben. Oh, gedauert. Besuche Jakobs Grab. Wo war denn Jakobs Grab? Wann ist denn der gestorben? Das war doch im Wald. Also nach dem Wald. Unsere letzte Quest, das hätte ich also gar nicht für möglich gehalten, ne? Wir müssen los. Ach. Doch, das war doch hier. Oh Gott, war ja gar nicht mehr im Wald. Ach, stimmt, da oben in der Kathedrale ist er doch gestorben. Stimmt. Ganz kurz das Küken. Sodele. Jetzt sind wir mal hier, ne? Okay. Ach, stimmt. Jakobs Grab ist ja hier unten. Damit er alles überblicken kann. Besuche Jakobs Grab. Zum Einschenken gedrückt halten. Und das? Gehörte Jakob. Was steht drauf? Tja. Das ist polnisch. Kannst du es lesen? Wer diese Flasche findet, danach kann ich nur ein paar Wörter lesen. Wodka, trinken, Grab. Tja, dann sind wir hier wohl richtig. Dwoje zdrowie.
Wo ist Rovia? Oh, gut. Er würde uns nie verzeihen, wenn wir ohne ihn trinken. Abseits des Weges Trophäe erhalten. Bis zu deinen Bedingungen abgetreten. Wie du es vorhattest. Das einzige Versprechen, das du hier gehalten hast. Ja. Was ist das? Interessant. Nein, ist es gar nicht. Das bringt alles den Tod. Ich kann das nicht sagen. Astrophie? Nee. Okay, wir haben eine goldene Dingsbums bekommen. Schön. Gut, dann schauen wir mal hier. Hat sie nicht jetzt ein Update bekommen? Nee. Fehlt uns auch noch was. Soll das? Was soll das? Kangs Tagebuch. Channas Tagebuch. Nachdem du abgehauen bist, habe ich nicht sofort angefangen, dich zu hassen. Zuerst war ich verwirrt und habe mir oft selbst die Schuld gegeben. Ich habe alles genutzt, was du mir herbeigebracht hast und habe Motoren und Maschinen repariert und umgebaut, um über die Runden zu kommen. Ich war vermutlich das einzige junge Mädchen hier im Tal, das dazu in der Lage war. Aber dann sah ich dich eines Tages in Rift Town. Ich wusste, dass du mich erkannt hattest, aber du hast so getan, als würdest du mich nicht sehen. Ich habe versucht, mit dir zu reden. Du bist einfach gegangen. Da ist so ein Hass in mir hochgekommen, dass ich dich hätte töten können. Aber so gar in diesem Moment dachte ich daran, was Mom gewollt hätte. Sie hat dir immer jeden noch so großen Mist verziehen. Danach konnte ich einfach nicht mehr als Mechanikerin arbeiten. Jedes Werkzeug, jeder Motor erinnerte mich an deinen Atem und an deine Worte. Also nutzte ich das einzige andere Talent, das ich jemals hatte und an das du nie glaubtest. Ich las die Zukunft. Ich dachte nicht, dass ich gute Erinnerungen an dich hätte, aber jetzt erkenne ich, dass das nicht ganz stimmt. Ich weiß noch, wie ich im Truck saß. Meine kurzen Beine kamen kaum an das Pedal, das ich trat. Und dann kam dein Freudenschrei, als der Motor endlich aufheulte. Ich sehe noch die Erleichterung auf Mams Gesicht jedes Mal, wenn du nachts zurück in unsere Hütte gekommen bist. Ich erinnere mich daran, wie du mir beigebracht hast, mit einer Waffe zu schießen. Und deine Überraschung, als ich mich mehr dafür interessierte, wie die Pistole funktionierte. All das hast du mit Füßen getreten, als du abgehauen bist. In deiner Abwesenheit waren die Erinnerungen nicht mehr froh. Aber jetzt, wo du zurück bist, wo ich weiß, dass ich dir wirklich etwas bedeutete, kann ich die Erinnerungen an dich wieder aufleben lassen. Gänsehaut. Wir haben diese Auszeichnung erhalten. Ja, wir fahren jetzt mal mit der Channa. Also es gab doch noch eine letzte Quest. Sehr cool. Wirklich sehr cool. Ne? Nur gar keine Auszeichnung mehr freigeschaltet. Was soll das? Ach, klasse Technomant. Verwüster. Büromant. Was soll man da machen? Null. Egal. Wir reden jetzt mal mit der Channa. Und wir gehen jetzt mal hier zurück. Channa, wir müssen mal fahren. Haben wir jetzt noch irgendwo was zu tun? Durch Zufall? Nee. Reiseziel. Das ist unser Reiseziel hier. Und dann würde ich sagen, kommt jetzt die letztendlich wirkliche einwöchige, anderthalbwöchige Pause. Die Expedition machen wir auf jeden Fall noch. Weil da gibt es bestimmt auch noch schöne Zwischensequenzen und einiges zu erfahren, hoffe ich natürlich. Wenn es jetzt so ein stumpfes Geballer wäre, wäre das ein bisschen traurig. Ja, wir haben jetzt noch eine letzte Quest gemacht. Hätte ich nicht gedacht. War aber schön, nochmal zum Jakob zurückzugehen. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Hier auf meinem Kanal läuft derzeit noch Nioh um 10 Uhr, also Nioh 1 praktisch remastered. Um 11 Uhr läuft noch derzeit Ratchet & Clank Rift Apart, falls ihr auch zu anderen Planeten reisen möchtet, wie hier auf Enoch. Oder
Um 15 Uhr haben wir natürlich Returnal, da sind wir derzeit auf Atropos unterwegs. Also wir sind immer auf Atropos unterwegs. Und genau, um 17 Uhr haben wir natürlich noch Biomutant. Da sind wir wahrscheinlich auf der richtigen Erde. Also wir haben zwei Spiele, da sind wir auf der Erde. Und zwei Spiele, da sind wir auf anderen Planeten. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Ich würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns dann bei Outriders bei den Expeditionen wieder. Auf Wiedersehen, bleibt gesund und tschüss!